Stell dir vor, das Jahr 2020 ist so beschissen, dass das Pentagon UFO-Aufnahmen veröffentlicht und niemanden interessiert's. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Ärgerlich-ABCs. Eigentlich wollte ich dieses Mal beim Buchstaben H über das Thema Hohlerdler sprechen, also Menschen, die glauben, dass die Erde von innen hohl ist und von Nazis und Morlocks belebt ist. Allerdings gibt es jetzt Wichtigeres, denn die Nazis und Morlocks befinden sich aktuell über der Erde und versammeln sich an Orten wie dem Alexanderplatz. Ich habe mich also umentschieden und möchte heute über hohle Menschen sprechen, Bezug nehmen auf die aktuelle Corona-Krise. Ich bin aktuell viel auf Twitter unterwegs und habe das Gefühl, dass Menschen mit jedem Tag dümmer werden. Vor ein paar Jahren bin ich auf ein paar amerikanische YouTuber gestoßen, die sich ernsthaft für ihre Views auf YouTube selbst verletzen. Und bei denen habe ich damals schon den Glauben an die menschliche Intelligenz verloren. Allerdings bei dem, was aktuell passiert, sieht man erst recht, die Menschheit hat es eigentlich nicht verdient, weiter zu existieren. Und warum? Das erkläre ich euch jetzt Stück für Stück. Ich denke, ich muss nicht erklären, was das Coronavirus ist und was es macht. Nee, halt, Moment. Meine Abonnenten sind zwar alle hübsch und intelligent, allerdings werden hier auch ein paar Verschwörungstheoretiker zusehen. Deshalb fasse ich ein paar Fakten nochmal schnell zusammen. Besonders gefährlich ist die Krankheit für alte Menschen, Menschen mit schwachem Immunsystem und Vorerkrankungen. Und mit besonders betroffen meine ich, es sind weltweit über 270.000 Menschen daran abgekratzt. Und das in ungefähr einem halben Jahr. Zum Vergleich, bei einer normalen Grippe sterben pro Jahr zwischen 250.000 und 500.000 Menschen. Wir haben es ja also nicht mit einer normalen Grippe zu tun. Und warum nicht? Weil diese Krankheit verdammt nochmal hoch ansteckend ist. Es fing an mit 50 Neuinfektionen pro Tag, dann 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000. Wow, die Krankenhäuser haben sich den Ast abgefreut. So, das waren jetzt mal ein paar Zahlen und Informationen für Blöde. Kommen wir zu den Problemen, die daraus entstehen. Die Einschränkungen. Stell dir vor, das Jahr 2020 ist so beschissen, dass das Pentagon UFO-Aufnahmen veröffentlicht und niemand interessiert's. Nein, mal im Ernst. Das, was aktuell im Jahr 2020 passiert, ist historisch. Plötzlich ist es Alltag, dass wir beim Einkaufen und in der Bahn Schutzmasken tragen müssen. Wir dürfen nur noch zu zweit unterwegs sein, müssen einen Mindestabstand einhalten, Großveranstaltungen werden komplett abgesagt und Grundrechte wie das Demonstrationsrecht und Reisefreiheit werden eingeschränkt. Systeme kollabieren, Kinder können nicht zur Schule und über 3 Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit. Und wie wahrscheinlich jeden einzelnen von euch betrifft auch mich als Selbstständigen diese Krise. Ich kann mich zwar aktuell mit meinen Jobs noch gut über Wasser halten, allerdings hätte ich dieses Jahr eine Doku im Ausland drehen sollen, die wegen Corona jetzt nicht stattfindet. Das sind mal eben 20.000 Euro, die ich dieses Jahr nicht verdienen werde. Und natürlich fehlen mir auch meine Festivals dieses Jahr. Die 15. GOND kann nicht stattfinden, das Kerbholz Heimspiel wurde abgesagt und auch meine Toten Hosen und Rammstein-Karten müssen in der Schublade liegen bleiben. Und heute, genau an dem Veröffentlichungstag dieses Videos, ist mein Geburtstag. Und da mein Geburtstag immer auf einen Feiertag fällt, habe ich diesen immer entsprechend genutzt. Vor 2 Jahren war ich bei den Toten Hosen, letztes Jahr habe ich mit 30 Leuten am Aachener Weiher in Köln gegrillt und dieses Jahr stehe ich alleine in meiner Bude und drehe ein Video. Also so ungefähr, das ist hier natürlich vorproduziert. Machen mich diese ganzen Einschränkungen depressiv? Ja. Kann ich daran etwas ändern? Nein. Kann ich dazu beitragen, dass die Situation nicht noch schlimmer wird? Selbstverständlich. Die Regierung verordnet im März ein Kontaktverbot. Und oh, siehe da, die Neuinfektionen sinken von über 6.000 auf unter 1.000 am Tag. Klingt ja fast so, als ob wir gerade auf einem guten Weg sind, wenn es da nicht noch dumme Menschen geben würde. Ja, Schutzmasken nerven auch mich, das merke ich schon beim Einkaufen. Allerdings habe ich mal als Maler und Lackierer gearbeitet, da musste ich die Teile zwischen 8 und 12 Stunden am Tag tragen. Das ist wirklich scheiße, mir tut auch jeder leid, der das bei seinem Beruf den ganzen Tag tragen muss. Das sagt, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber bitte, die Leute, die hier so groß rumheulen, die müssen das Ding nur ein paar Minuten beim Einkaufen oder in der Bahn tragen. Bitte, hört auf rumzuheulen! Ein Mundschutz hat nichts mit Verschleierung oder Maulkorb zu tun. Es geht hier um eure fucking Gesundheit. Es geht darum, dass andere nicht abkratzen. So hat mein guter Freund Chan zum Beispiel unter seinem Video diesen Kommentar von einem Maskengegner bekommen. Vier dieser von dir erwähnten Volltrottel sind die Menschen, die auch für dich demonstrieren und auch deine Freiheit verteidigen, die dir von jedem anderen Menschen laut Grundgesetz zusteht. Es sind die Menschen, die vermeiden, durch das Tragen eines Mundschutzes ihre Mitmenschen Angst zu machen. Es sind die Menschen, die Bußgelder kassieren und sich von der Polizei schlagen und verhaften lassen. Ich möchte dies hier zu bedenken geben. Dieser Kommentar ist für mich ein Beispiel eines hohlen Menschen.
Nein, du demonstrierst nicht für mich. Du demonstrierst gegen mich und bringst mich in Gefahr. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Und Atemschutzmasken machen dir Angst? Du möchtest also, dass noch mehr Leute draufgehen, weil du Atemschutzmasken gruselig findest? Das ist absoluter Bullshit, an den Haaren hergezogen und egoistisch. Und dann erreichen mich noch diese Bilder aus Stuttgart auf Twitter. Ritterhelmpflicht, Covid-1984. Masken gleich Körperverletzung und Nötigung. Unantastbar. Boah, dass so viel Dummheit überhaupt auf ein Bild passt. Leute, man will von euch nicht, dass ihr zum Schutze der Menschheit eine Niere abgebt. Man will, dass ihr ein paar Minuten am Tag beim Einkaufen oder in der Bahn eine Schutzmaske tragt. Aber eine Schutzmaske bringt doch überhaupt nichts. Doch, du Hirni, natürlich bringt es was. Nimm mal das andere Beispiel. Wenn dir ein Nackter von 1,5 Meter Entfernung ans Bein pisst, dann wirst du nass. Trägst du aber eine Hose und trägt der Pisser eine Hose, dann wirst du nicht mehr nass. Genauso ist es mit Schutzmasken. War das Beispiel für dich einleuchtend? Gut, Schutzmasken sind sinnvoll. Case closed. Unter diesen Twitter-Bildern habe ich geschrieben, dass die Menschen, die auf diese Demos gehen, einen gemeinsamen IQ von 2 haben. Dazu habe ich jetzt keinen Beleg, aber man kann es mit Sicherheit nachweisen. Und daraufhin stand ich plötzlich in einer Diskussion mit einem dieser Demonstranten. Dieser erklärte mir, dass er gegen die Corona-Richtlinien demonstriert, weil er wegen der Krise seinen Job verloren hat. Er ist von dem Geld abhängig und hat jetzt auch Angst, seine Wohnung zu verlieren. Gut, dieser Mensch hat scheinbar viel verloren und ist frustriert. Das kann ich aktuell nachempfinden. Allerdings, wenn man daraufhin auf die Straße geht und gegen die Richtlinie demonstriert, dann hat man nicht mehr als einige Hirnzellen im Kopf. Denn erstens kann er seine Wohnung gar nicht verlieren, da Mieter vom Bund geschützt wurden. Zweitens leben wir in einem wohlhabenden Land. Es gibt Schutz- und Rettungsmaßnahmen für verlorene Jobs. Bei Selbstständigen liegen diese pro Kopf zwischen 9.000 und 15.000 Euro. Bei Angestellten greift das Arbeitslosengeld. Und glaub mir, dieses Land würde nicht Rekordschulden in Milliardenhöhe machen, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Drittens, dadurch, dass Demonstranten hohl genug sind, um auf die Straße zu gehen, machen sie die aktuelle Lage noch schlimmer. Ihr verbreitet falsche Informationen, verstoßt gegen das Gesetz und trefft euch zu Tausenden, um dagegen zu demonstrieren und steckt euch dabei gegenseitig an. Und was haben wir davon? Die Infektionsrate erhöht sich wieder und die ganze Krise dauert noch länger. Dankeschön. Du gehst auf die Straße, weil du deinen Job verloren hast. Und dadurch, dass du auf die Straße gehst, dauert es noch länger, bis du ihn wieder antreten kannst. Glaub mir, mir ist dein Job scheißegal. Aber ich und andere leiden darunter, wenn wegen dir das Gesundheitssystem noch mehr überlastet wird. Die eingeschränkten Grundrechte sind doch nicht für immer weg. Sie dienen nur unserer Sicherheit. Aber die Demonstranten, die denken ja nur von 12 bis Mittag. Mal ehrlich, was passiert da gerade? Tausende versammeln sich am Alexanderplatz, um Hand in Hand mit Reichsbürgern und Neonazis gegen sinnvolle Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Wieso seid ihr so dumm? Um mal auf das Thema Hohlsein zurückzukommen, die Spitze der Evolution sind für mich übrigens nicht die Menschen, die gegen Schutzmasken demonstrieren, sondern die, die diese auch nicht richtig aufsetzen können. Ich rede von Leuten, die ihre Schutzhandschuhe in den Mund nehmen, um auf ihrem Smartphone rumzutippen. Oder die, die es einfach nicht raffen, dass man sie über die Nase ziehen muss. Woran erkennt man einen Corona-Verschwörungstheoretiker? Deutschlandhut, Xavier Naidoo-Fan, teilt jede Gruppennachricht auf WhatsApp und hat Leon Lovelock abonniert. Das trifft es, glaube ich, perfekt. Von letzterem habe ich mir übrigens mal 3 Minuten Videomaterial angeguckt. Und diese Scheiße, die der verbreitet, da sind Christfluencer ja noch ein Witz gegen. Wo bist du eigentlich im Leben falsch abgebogen, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, hey Leon, können wir ein Foto miteinander machen? Ich kenne dich aus der Telegram-Gruppe Impfaufklärung. Holy fuck, ey. Die Regierung plant aber eine riesige Verschwörung gegen uns. Ja, genau. Wenn die Regierung eine Verschwörung gegen uns plant, wie kann es dann sein, dass ein dummer Vollidiot wie du schon jede Information darüber hat? Aber um was gehen diese Verschwörungstheorien eigentlich? Ich habe mir mal ein paar Oberbegriffe dazu rausgesucht. Das Coronavirus wurde extra gezüchtet und ist aus Versehen aus dem Forschungslabor entwischt. Die Regierung möchte die Demokratie abschaffen und fängt mit dem Verbieten von Großveranstaltungen damit an. Kinder werden seit Generationen unter der Erde vergewaltigt. Das Coronavirus existiert nicht. Das Gesundheitssystem wird nur darauf vorbereitet, weil diese Kinder endlich befreit wurden. Ich weiß das seit 15 Jahren. Genau sowas verbreiten Leute wie Xavier Naidoo aktuell in Telegram-Gruppen. 5G-Masten sind schuld daran, dass die Leute erkranken. Bill Gates wusste schon vorher von dem Virus und beteiligt sich dabei, um daran zu verdienen. Ja, der braucht das Geld dabei ja auch unbedingt. 537354 ist die rettende Zahl. Diese Zauberformel ist der Corona-Schutz und die Corona-Heilung. Bei dieser Theorie heißt es, auch wenn es spooky ist, es gibt eine Formel und einen Zahlencode, der für den Schutz und die Heilung des Coronavirus genutzt wird. Wir haben diese Formel von Wesen aus unsichtbaren Welten bekommen, die uns Menschen begleiten und beschützen sollen. Druckt diese Formel aus und hängt sie auf. So kann sie überall hinstrahlen und wirken. Ja, schönen guten Tag, Frau Doktor. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, gerne, Herr Sperling. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe seit kurzem irgendwie Fiebererscheinungen und Atemwegsbeschwerden. Kann das sein, dass es Corona ist?
Na, warte, das haben wir gleich. Haben Sie zufälligerweise einen Stift und einen Zettel zur Hand? Ja, ich könnte eine Seite aus meinem Drehbuch nehmen. Ja? Okay, schreiben Sie jetzt bitte auf. 5. 3. 3. 7. 7. 3. 3. 5. 5. 4. 4. Und weiter? Haben Sie die Beschwerden immer noch? Ja. Das ist ja komisch. Also mal ehrlich, einen rettenden Zahlencode aus einer anderen Welt aufhängen, wer glaubt denn sowas? Diese ganzen aufgestellten Theorien, die brauche ich überhaupt nicht widerlegen. Denn das tun sie schon ganz von selbst. Die Antwort ist nämlich ganz einfach. Denkst du eine Sekunde rational darüber nach, dann verstehst du, dass das alles Quatsch ist. Bist du ein normaler, nicht dummer Mensch, dann regst du dich vielleicht darüber auf und lachst ein bisschen über sie. Das war's. Bist du aber ein dummer Vollidiot, dann teilst du diese mit Panik in deiner Telegram-Gruppe. Wenn ich das schon höre, ey, ohne Scheiß. Fazit: Die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist kritisch und macht mich und viele andere depressiv. Verschwörungstheorien wie diese eben werden meist mit falschen Experten, zurechtgebogenen Informationen oder sogenannten Cherrypicking belegt. Das heißt, Leute, die diese Verschwörungstheorien verbreiten, legen sich Argumente zusammen, die ihre These bestätigen. Aber die Vielzahl an Argumenten, die diese entkräftigen, werden ignoriert. Wenn ihr Leute in WhatsApp, Facebook oder sonst wo habt, die diese Theorien verbreiten, bitte versucht mit ihnen zu reden und sie aufzuklären. Verwunderlicherweise habe ich diese Leute in meiner Facebook-Liste nicht. Komischerweise habe ich niemanden, der so dumm ist. Wenn das nicht klappt, macht es wie bei den Flat Earthern oder wie bei Givici. Ignorieren und aus dem Weg gehen. Denn ihre Dummheit ist gefährlich für uns alle. Und vielleicht hat man das schon in diesem Video schon gemerkt. Ich bin verdammt sauer auf diese Leute, weil sie für mich die Lage aktuell noch verschlimmern. Wenn ich irgendeinen in meinem Freundeskreis finde, der so etwas teilt, dann werde ich versuchen, mit ihm zu reden. Denn je weniger es von diesen Idioten gibt, desto besser ist es für uns. Außerdem achtet darauf, was ihr für Medien konsumiert. Hört nicht auf irgendwelche Verschwörungs-YouTuber, Klatschzeitungen oder Magazinen wie die Bild. Gute und vor allen Dingen richtige und vertrauenswürdige Corona-Informationen gibt es nur bei der Tagesschau, beim Robert-Koch-Institut, bei der Bundesregierung und bei Mr. Wissen2Go. Und ja, auch ich gebe zu, dass ich in Sachen Corona-News nicht unbedingt eine gute Quelle bin. Meine aktuelle Recherche reicht nur auf, um auf einer Unterhaltungsebene das zu widerlegen, was diese Spinner hier verzapfen. Also, wenn ich euch mit diesem Video hier unterhalten oder verärgern konnte, dann teilt es doch in eurer Telegram-Gruppe. Vergiss nicht, das Video zu bewerten, mich mit 1 Euro im Monat auf Patreon zu unterstützen und mir einen Kommentar zu schreiben, was deine Meinung zu der aktuellen Situation ist. Bist du jemand, der wegen Corona auf die Straße geht, um zu demonstrieren, dann hast du dieses Video eh nicht länger als 2 Minuten geguckt. Aber schreib mir doch trotzdem einen Kommentar mit deiner Meinung, damit ich ihn in den Kommentaren widerlegen kann. Übrigens, kleiner Spoiler vorweg, nächsten Monat beim Hassalphabet I werde ich Impfgegner auseinandernehmen. Und zwar so richtig. Haut raus, ihr Lieben, bleibt gesund, hab euch lieb. Ja, guten Tag, Herr Doktor. Herr Doktor, genau. Ja, danke.